Moin moin und willkommen zurück zu unserem Let's Play Guild Wars 2. Mit dabei mal wieder unser Kaukasus. Hallihallo. Und unser Herr Dr. Tools. Hiho. Ja, und meine Wenigkeit, der Frigerius. Ja, in der letzten Folge haben wir schon unsere ersten Fertigkeitspunkte geholt. Wir haben unsere ersten Quests erfüllt, unsere ersten Level bestritten. Ja, und das wollen wir jetzt auch weiterführen. Ja, und dafür würde ich sagen, chillen wir uns mal ein bisschen durch die Gegend, ne? So, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Das habe ich mich auch gefragt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Richtung, zu der Wegmarke okay. Da unten, holen uns die mal. Mhm. Und dann, ja, wir müssen erstmal ein paar Level bestreiten, damit wir überhaupt noch irgendwann mal anfangen können, die Geister zu besiegen. Wir können ja derweil schon mal ein paar Monster töten. Töten. Ja, ich habe diesen coolen Sprungschuss. Ja, der ist ziemlich cool, ja. Ja. So. Wo bleibt denn hier unser Burns? Also unser Kaukasus. Ich habe eigentlich angefangen zu questen, weil ich dachte, wir machen jetzt weiter, aber... Was ist da für eine Quest? Wieso habe ich die Quest? Ach, da oben ist auch noch eine Quest, oder was? Da war eine, ja. Ja, die ist weiter hinten, da kann man auch noch hin. Ach, die? Mit Skrit. Ja, ja, die Level 8er Quest, genau. Ja. Ach ja, wir sollten vielleicht mal gucken, aber ich glaube, Low-Level-Quests haben wir gar nicht mehr hier unten. Ne, hier hinten können wir doch noch... Dieser Level 7, ich würde erst die hier machen. Ja, das können wir machen. Mit Level 5. Ja und? Ja, wir schaffen das schon, wir sind zu dritt. Ja. Wird schon. Wir sind ja nicht schlecht, wir sind ja gut. Schließlich sind wir gut, ne? Genau. Ja. Hab ich irgendwas zum Verkaufen gerade dabei? Oh, einiges. Mehr Leute sollten falschen lernen. Ja, ja, ich weiß, dass mehr Leute falschen lernen sollten. So, das kann weg. Das ist Level 6. Ja, das kann auch weg, Na, wir können dann gleich den Event hier starten. Nach dem Begleitevent, ja, da kommen so viele Zentauren, ja, glaube ich. Erstmal hier die Quest machen, ja. Ja. Die machen wir doch nebenbei, wenn wir das hier machen. Ja, stimmt. Ja. Na gut, dann, Moment, noch kurz Kaufmann. Ja, ich will auch gerade verkaufen. Ich muss auch verkaufen, also von dem her. Ja, haben wir Zeit. GNB, die Goliath National Bank. Sehr geil, sehr, sehr geil. Was führt euch her? Ja. Was braucht ihr? Wir der Typ startet alles. Schon! Wow. Nein, wir werden... Blöder Hammerfall-Typ. Wer quasselt, stirbt. Abmarsch. Ja, das ist der nicht mehr eine Gilde. Püh. Und sowas will zocken, also wirklich, nein, das geht doch nicht. Ne? Ja, echt mal, voller Loser. Auf dem Level ist das ja noch in Ordnung, ja. Naja. Wir sind Level 5 und haben eine eigene Gilde. Also wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. So. Wir können auch für die Quest kann man diese komischen Termine-Todesdinger kaputt machen, soweit ich weiß. Ja. Yep. Jo. Dies sind gefährliche Zeiten. Kann es eigentlich jeder selbst für sich machen oder die ja, spawnen? Ja, das kann jeder selbst für sich machen. Die so. Spawnen nicht. Na dann. Hier müssten gleich mal welche kommen irgendwo. Ja, hinten oder und hinter uns schon. Ja, die ach, kämpfen hier schon fleißig. Ja, brenne! Stirb. Und die Wölfe da vor uns. Sprung! Bam! Oh yeah, Klebeschuss. Ja, schon fast 50% der Quest erledigt. Nicht schlecht. Ja. Voll easy. Voll easy, Alter. Da kommt der Tamini-Krieger. Ich sehe nur schwache Gegner. Ja, ich auch. Ja! Yeah. Spürt die Macht. Ja. Spürt die Macht der Ingenieure. Lootet. Also bisher, ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Nee, ja. Ich muss auch sagen, das ist eigentlich ziemlich cool. Gucken, wie dann was hier so aussieht. Bisschen wie der Soldier aus Borderlands. Ja. Mit so einem Turm. Ist ja immer schlecht. Ja. Tote Wölfe. Und ein neuer Brief. Nett. Ein Brief schon. Ach, das ist fest abgeschlossen. Ja, natürlich. Natürlich.
Natürlich, ja. Oh Mann, wie, was hast du noch gemacht? Ja. Ich hab den noch nicht ganz voll. Ich auch nicht. Ich hab Ungeziefer getötet. Cool. Ich hab das doch auch gemacht. Da hab ich hier Ratten abgeknallt. Hm, du hast Ratten geknallt? Bäh. Du Schwein. Wie geht das? Ich will's gar nicht wissen. Okay, ich eigentlich auch nicht. Siehst du, man hör auf zu fragen. Ja, aber man fragt sich das automatisch. Kommt man nicht drum rum. Also ich frag mich das nicht. Klar, hast du dir das insgeheim gefragt, du gibst bloß nicht zu. So, auch Quest fertig, geht doch. Brenne! Los, Turm! Oh yeah. Macht sie alle nieder. Guck mal, ein Ele. Level 10er. Fühlt sich jetzt toll. Ja, der ist so mächtig. Ja, aber er benutzt zwei Dolche, ja. Ja. Wo wollt ihr hin? Die Wegmarke. Ah. Weil wir es können, nicht weil wir es müssen. Ja, weil es praktisch ist. Ja, das sowieso. Gibt ja auch Erfahrungspunkte. Wäre doof, wenn wir genau an der Wegmarke stehen und sagen, oh, ne. Das wird gelevelt. Toll. So, was ist das Event hier schon? Nee, wir müssen das Ding ja genau, stimmt, wir müssen es ja genau zu dieser nächsten Stadt bringen. Genau. Da, wo man die ersten Handwerke lernen kann. Genau. Wollen wir eigentlich die Story-Quests auch nebenher machen? Ja, warum nicht? Bloß, Ja. Bloß. Ich hab gerade überlegt, weil wir haben doch jetzt unterschiedliche... Machen wir halt alle. Ja. Können wir leveln, das ist praktisch. Eben. Kommst du mal mit? Nö. Wave. Ha, 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 ha. Warum? Ihr seid keine Gegner. Wir? Der will uns in einen Busch führen. Ich hab Angst vor ihm. Ich auch. Wahrscheinlich will er uns den großen fetten Typen bringen. Er will doch nur deinen Körper, Tools. Ja. Mein Kaninchen. Gut. Nein! Das arme Vieh! Du Baba. Ja. Ach ja, genau. Für unsere Zuschauer mal zur Information. Wir nehmen jetzt heute ausnahmsweise mal... Ausnahmsweise ist gut. Wollen wir es auch immer machen, unsere Audiospuren mal gesondert auf, weil das mit dem Teamspeak aufnehmen, das hat ja dann doch eher nicht so qualitativ hochwertig was gebracht. Das war aber im letzten Aufnahme der Testweise. Das. Weiß ich nicht. Vielleicht interessiert sie das. Sie wissen, warum jetzt die Audioaufnahmen vorhin so schlecht war, also früher so schlecht waren, jetzt besser sind. Hoffentlich. Das ist Magie. Ja, it's a kind of magic. Ja, die wollen einfach nur drei Loser sehen, die mit einem Ingenieur abkacken. Ja, noch kacken wir nicht ab. Oder warte mal, ich glaube wohl nicht, dass wir abkacken werden. Wir sind zu pro dafür. Wobei wir ja, haben wir schon zu viel Geld rausgespielt. Ja. Wir sind hier eigentlich total unterlevelt und. Ja, wir sind natürlich unterlevelt. Wir haben ja kaum Skills. Das ist total schlimm. Aber wobei mit meinem Elo nutze ich auch meistens nur die ersten 5 Skills normalerweise zum Kämpfen. Also plus halt die Elemente, versteht sich von selbst. Aber meine Utility Skills nutze ich immer nur für Notfall. Ha, oh, ich hab die Eule gekillt. So. Wir können ja mal ein Ara-Special machen. Ein Ara-Special? Ja. Wir müssen ja erstmal das, dieses Wochenend-Special da machen, dieses Event-Special-Dings da. So ist es. Das wird schon das erste Special, wo wir so unsere Overpowered-Charaktere sehen. Ah, nächste Woche, gell? Ja, nächste Woche ist das. Oh Mann. Also das ist ein bisschen nervig an so Events, dass sie so lange dauern. Also, ja, halt diese Beschützer-Quest. Ja, soll aber auch realistisch sein, ne? Ja klar, ich beschwöre mich auch nicht darüber, dass es unrealistisch ist. Es ist einfach, ich sage nur, dass es ein bisschen nervig ist. Ah, mal wissen, an Orten, wo Rollen ausweichen ist, aber springen nicht, da ist auch ein paar Pakulle schon realistisch gehen. Ja, klar. Noch mehr von den Viechern. Geschützturm. Der ist irgendwie cool, das bringt's voll. Ja, cool sieht's auf jeden Fall aus. Ich weiß, also, ich muss mal gucken, was der überhaupt skillen kann, der Ingenieur. Was er so für Attribute hat. Das würde mich mal interessieren, weil vielleicht kannst du damit auch richtig kranken
Geschützturm Burner Boy bauen oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann immer nur einen Geschützturm draußen haben. Nein, ich muss mehrere Sachen draußen haben. Ach so. Aber ich sehe das immer nicht so oft. Die haben also zumindest im PvP haben sie immer ständig tausende draußen. Ja, okay, da macht's auch Sinn. Aber. Ja, die halten ja nicht so viel aus. Eben. Wobei wirklich Sinn macht's auch nicht, weil ich. Wenn ich mit meinem Edel da reingehe, merke ich die auch eigentlich weg. Ja, die probieren's halt aus, weil alle sagen, denken sich, die können doch gar nicht so nutzlos sein. Und dann auf einmal, was ist das denn? Ja, man kann ja nur 1, 2, 3 Waffen tragen plus der Spudenschleuder, stimmt ja. Das ist ziemlich cool eigentlich, dass man wenigstens kann, muss man nicht so viele Fertigkeiten skillen. Ja. Das heißt, eigentlich brauche ich nur noch ein Gewehr, was ich skillen muss, und meine Spudenschleuder muss ich noch hochskillen. So. War es das jetzt schon oder kommt noch so eine Welle von denen? Eine kommt, glaube ich, noch. Oh. Würfel kann man ja wirklich nicht tragen. Harpune ist das eigentlich, was ich noch brauche. Echt? Ich muss noch Gewehr leveln. Mit Harpune halt. Soll ich den Gewehr rüber schicken? Ach, ich warte, bis ich ins Drop kriege. Okay, wir kriegen doch. Ist doch vorbei. So ein Schade. Das ist so schade eigentlich. Ah, die Quests, die sind lustig. Nehmt euch ein Übungsschwert, wenn ihr trainiert. Ich will kein Übungsschwert, ich will das Gewehr nämlich schieße, das ist so lustig. Denkt daran, erst schießen, wenn ihr den Befehl dazu erhaltet. Halten. Erstmal halten. Feuer! Boom! Ah, diese Quest ist toll. Ich bin so gut, dass es weh tut. Ich möchte von euch Geld. Du willst von uns Geld haben? Ja, ich möchte von dem Typ hier Geld haben, dem ich jetzt das Zeug verkaufe. Ja, das. Ja, also zur Info, bei dieser Quest kommt es halt darauf an, dass man wartet, bis der Typ sagt, dass ihr feuern sollt. Und solange müsst ihr halt diese erste Taste gedrückt halten. Dann fühlt sich halt hier euer Questbalken. Es ist also eigentlich wirklich eine sehr, sehr einfache Quest. Ah, die ist voll schwer. Ja, da finde ich das mit dem Schild ein bisschen schwieriger, weil man nicht weiß, wann der Typ losspringt zu dir. Das stimmt. Boom. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Training mit dem Gewehr. Aha. Ja, immer so weiter, klar. Weil wir es können. Zielen. Ja. Mache ich mich jetzt auch mal dran. Mach das. Boom. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ja, nach der Quest würde ich sagen, können wir mal. Würde ich sagen, gehen wir dahin, wo Kaukasus meinte, dass wir da questen sollen mit der Level 8er Quest, weil ich glaube, im Sumpf sind die. Quest doch etwas höher leveliger. Ja. Oh. Boom. Kann man denn noch in. Ja. Bisschen in den Norden wäre nicht schlecht. Ich bin sowieso verwundert, dass man so wenig Erfahrungspunkte für Quests bekommt, irgendwie. Ja, du sollst ja auch mal in die anderen Gebiete gehen. Ja. In der Beta war das anders. Ja, in der Beta hast du ein bisschen mehr bekommen, ist richtig. Das stimmt, ja. Aber das kommt dir nur so vor, weil man so viele Events zwischendrin gehabt hat. Ja, stimmt, kann auch sein. Ich glaube, da so hat sich nicht viel verändert. Nee, wahrscheinlich nicht, aber... Wir könnten ja dann einfach mal schon mal ins Char-Gebiet einfach gehen, da ein paar Anfangsquests machen. Ja, jetzt würde es schon Sinn machen. Ich würde vorschlagen, wir machen vorher unsere Story-Quest. Ja, weil wir müssen ja eh durch Götterfels durch. Eben, da lohnt sich das gleich. Genau. Ja, und in dieser Stelle kommt auch ein Event, wenn ihr Bock habt mitzuzocken. Wie gesagt, schreibt uns einfach mal an. Könnt ihr gerne machen. Was ihr dafür braucht, ist ein funktionsfähiges Headset und halt, ein Aufnahmeprogramm für eure Stimme, weil ihr solltet dann doch schon mitquatschen können, sonst ist es sehr langweilig.
Bin ich. Ich wollte uns einmal schießen, du bist ja schneller als ich, gibt's doch nicht. Tja. Ich habe eben alles besser gemacht als du. Ja, es ist wahrscheinlich. Bleib ich da. Es reicht nicht bloß, das Ziel zu treffen. Ihr dürft nur schießen, wenn man es euch befiehlt. Laber nicht, lass mich schießen. Ihr könnt das nicht einfach mitnehmen. Boom.